Sehr gerne zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem erneuten Squad-Builder, ebenfalls natürlich hier auf dem Kanal. Wir sind wieder am Start in FIFA 15 Ultimate Team und heute gibt es die Fortsetzung von mehreren Serien gleichzeitig. Und zwar einmal ist das allgemein spezielles Video, dazu gleich mehr. Dann setzen wir in gewisser Weise heute auch The Trio fort und wir werden nichtsdestotrotz immer noch mit Whatever You Want weitermachen, denn dieses Team ist jetzt quasi das Nonplusultra, wenn es um irgendwie Coins geht. Aber dazu, wie gesagt, gleich mehr, wenn ihr das Team dann endgültig seht. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr darüber freuen. Link zu Randrun ist ebenfalls in der Videobeschreibung für weitere Unterstützung. Gibt's Coins, natürlich PSN und Microsoft Guthaben und so weiter und so fort. Und Instagram ist da auch unten drin über, naja, ein Follow. Wie nennt man das eigentlich? Ein Follow? Ein Abonnement? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr mir da folgen würde, würde mich auch sehr darüber freuen. Gut, warum ist das Ganze heute speziell? Ich habe, wie eventuell einige von euch wissen können, einen Karrieremodus mit Ingolstadt. Da bin ich mittlerweile in der dritten Saison oder der vierten Saison, glaube ich sogar schon. Und ich habe da ein sehr interessantes Team jetzt zusammengebaut. Und dieses Team ist nach relativ einfachen Prinzipien aufgebaut. Und zwar einem normalen Torwart, der durchschnittlich ist, beziehungsweise von dem ich einfach glaube, dass er gut genug ist. Einem schnellen Innenverteidiger, einem kopfverstarken Innenverteidiger. Außenverteidigern, die solide sind, mit nach vorne arbeiten, aber auch mit nach hinten arbeiten können. Einem sehr soliden Allrounder als Sechser. Einen zentralen Mittelfeldspieler, der die Standards schießen kann. Einem anderen, der ein bisschen offensiver ist und schneller ist. Zwei sehr schnellen Flügelspielern. Der eine sehr, sehr physisch stark, der andere einfach wirklich sehr, sehr schnell und ja, auch trickreich. Und ein großer Stürmer in der Mitte, der die Kopfballduelle gewinnen kann, beziehungsweise halt da ist, wenn man ihn braucht. Normalerweise sind die Flügelspieler auch die Tore schießen, aber naja, wir kommen gleich mal dazu, wie es in diesem Team war. Das Ganze habe ich jetzt mein Ultimate Team umgemünzt, wollte das Ganze mal genauso mit solchen Spielern besetzen. Ist mir ganz gut gelungen und wir fangen einfach mal an. Und ich habe als Torwart einen Brasilianer und zwar ist das Norberto Neto. Man hätte hier alle möglichen brasilianischen Torhüter hinstellen können. Ich habe mich für Neto entschieden und das liegt ganz einfach daran, dass ich den nochmal ausprobieren wollte. Der hat mir einmal sehr gut gefallen in einem Team oder in einem 7-Minute-Squad, was ich gebaut habe und diesmal hat er mir wieder sehr gut gefallen. Ich blende euch jetzt mal einen Elfmeter, in den er gerade im letzten Spiel gehalten hat, glaube ich, 17 Spiele habe ich damit nicht gemacht, sondern höchstens 4. Ich glaube, es waren 4 oder 5. Ich meine höchstens 4. Oder nee, es müssten eigentlich genau 4 gewesen sein. 3,5 so gesehen, weil das letzte abgebrochen wurde. Aber egal. Neto war auf jeden Fall ein sehr zuverlässiger Torwart, hatte defensiv keine Probleme und auch überraschenderweise im 1 gegen 1 mit ihm überhaupt keine Probleme, auch wenn an sich sein Hechten, sein Positioning und seine Ballsicherheit nicht so top sind, war das auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich und für den Preis kann man den auf jeden Fall als brasilianischen Keeper ins Tor stellen. Die Innenverteidiger sind dann auch beide brasilianisch und der eine ist wie gesagt kopfballstark, den haben wir hier, das ist Naldo und der andere ist dann schnell, das ist Silva. Im Karrieremodus sind das bei mir hier dieses Trio quasi, sind bei mir Özcan, der Standardtorhüter von Ingolstadt, dann haben wir hier den guten Jan Kirchhoff und auf der anderen Seite den schnellen Verteidiger, das ist bei mir Fabian Scheer. Sieht sehr, sehr nice aus, bin ich zumindest der Meinung und mit Thiago Silva wirklich einen sehr, sehr guten Verteidiger, wenn nicht sogar den besten im Spiel an sich mit 78 Tempo, 90 Defending, Mittelohrarbeitsrate 1,83 groß, nicht der Allerkopfballstärkste, aber auch gut genug auf jeden Fall. Auf der anderen Seite Naldo, einfach ein Riese mit 1,98, körperstark, natürlich auch gar nicht mal so langsam, dafür ein bisschen behäbiger, was die Beweglichkeit und so weiter angeht, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Spieler und natürlich mit seinem größten Vorteil gegen alle möglichen anderen Spieler, auch sehr, sehr Kopfball stark, von daher wirklich eine sehr gute Kombination, auch weil beide gut verteidigen können, beide haben nämlich 90 Defending. Linksverteidiger ist dann Lucas Digne, Rechtsverteidiger haben wir einen 96er und zwar haben wir da Joao Pereira. Ja, die Außenverteidiger sind mir beim Karrieremodus in Ingolstadt gar nicht so wichtig. Der eine ist Dani da Costa, der ist relativ vergleichbar mit Pereira, auch wenn Pereira nochmal ein Stückchen besser ist bei allen möglichen Werten, aber das ist einfach ein Mainstream-Rechtsverteidiger, der einfach nichts Besonderes ist und genauso ist es bei Pereira eigentlich auch. Und links haben wir im Karrieremodus bei mir Pledel bzw. Funes Mori. Funes Mori ist eigentlich Innenverteidiger, dementsprechend ist der deutlich größer als Lucas Digne, aber Pledel ist auch nicht so groß, ist relativ schnell unterwegs und kann alles so ein bisschen. Ist offensiv ein bisschen stärker als Digne natürlich, weil er normalerweise linker Mittelfeldspieler ist, beziehungsweise zentraler Mittelfeldspieler, glaube ich auch, aber das ist nicht so wild. Digne hat auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt und hat mir auch auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Für diese beiden Positionen kann man diese Spieler auf jeden Fall verwenden. Der Sechser. In meinem Team ist das Almon Cohen, beziehungsweise mittlerweile auch teilweise mal Pascal Groß. Ich denke mal, gerade Groß könnte man kennen, kriegt ja ein Team of the Season Most Consistent Silber und ist allgemein ein sehr, sehr starker Spieler in dieser Saison gewesen für Ingolstadt. Bei mir steht da einer, der momentan nicht so erfolgreich ist, und zwar Bastian Schweinsteiger. Oft verletzt, wird mittlerweile ja deutlich älter, man merkt es ihm einfach an. Aber trotzdem ist er ein richtig guter, ist nicht so schnell, genauso wenig wie Cohen, kann aber sonst alles. Und auch wenn Cohen eventuell nicht die Werte hat, beziehungsweise auch nicht so wirkt, als würde der alles können, glaubt mir, der kann alles. Der kann auch Longshots, genauso wie Schweinsteiger, hat ein gutes Passspiel wie Schweinsteiger, hat ein anständiges Dribbling wie Schweinsteiger, gutes Defending und Physics wie Schweinsteiger, also passt einfach wirklich gut zusammen. Natürlich ist Schweinsteiger 15 Ratings über ihm, aber das ist egal, denn Cohen hat wirklich auch sehr gut gefallen, genauso sieht es bei Schweinsteiger aus. War nicht so auffällig, aber wenn er seinen Job machen musste, hat er ihn gemacht. Und von daher wirklich ein guter zentraldefensiver Mittelfeldspieler. Zentral haben wir dann einmal Toni Kroos auf der anderen Seite, das ist der Standardschütze. Und dann haben wir hier noch den guten Gündoğan. Ich habe jetzt mal Kroos
steht eigentlich auf der Seite, zumindest im Karrieremodus, und das ist dann auch groß, lustigerweise, also groß und groß. Und auf der anderen Seite war das im Karrieremodus bei mir Fares Baluli. Mittlerweile habe ich da Ryan Mason stehen, auf der Position groß, wie gesagt, als Sechser. Cohen ist dann rausgeflogen. Aber an sich, naja, kann man auch nicht so wirklich groß mit groß vergleichen, denn groß ist von den Werten her an sich, also von Shooting, von Passing und von Dribbling und von Defending und Physics relativ gleich, aber ist nochmal ein deutliches Stückchen schneller als groß, hat aber dafür nicht eine 5-Star-Week geführt. Also da unterscheiden die sich so ein bisschen, aber sind nicht so wild, weil beide wirklich sehr gute Spieler sind. Auch groß hat mir extrem gut gefallen und kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen, ist eine gute Karte für die Position, auch wenn er ein bisschen schneller sein könnte. Man kann notfallsweise die Team of the Year Version nehmen natürlich, aber auch so geht das auf jeden Fall gut klar. Gündoğan ist da normalerweise Fares Baluli gewesen. Und Baluli, muss ich sagen, ist ein sehr geiler Spieler. Den kannte ich, bevor ich den Karrieremodus gemacht habe, überhaupt nicht. Aber er hat mir extrem gut gefallen. Hat die 4-Star-Skills, den 4-Star-Weakfoot, glaube ich sogar. Ist sehr, sehr schnell unterwegs. Hat einen guten Schuss, beziehungsweise einen ausreichenden Schuss. Extrem gutes Dribbling, gutes Passspiel. Und eigentlich alle Werte genauso wie Gündoğan. Inhalt ein bisschen schlechter wieder, aber das ist nicht so wild. Vor allem auffällig sind die 4-Star-Skills. Das war mir wichtig auf der Position, weil das halt Baluli auch hat. Und auch wenn Baluli bei mir ein bisschen offensiver steht, also das habe ich manuell angepasst, passt das auf jeden Fall mit Gündoğan überein. Und die beiden sind sehr ähnliche Spielertypen und haben beide sehr gut funktioniert auf dieser Position. Dann kommen wir zur Offensive und die ist ein bisschen anders als im Karrieremodus. Jetzt haben wir einmal auf der rechten Seite hier den guten Juan Cuadrado. Das kann ich so erklären, dass ich da normalerweise jetzt momentan Munir Al-Haddadi stehen habe. Das ist der von Barcelona, das Nachwuchstalent. Ich hatte da vorher Bilal Olcik oder Serge Gnabry stehen, bevor ich mir dann halt Munir geholt habe. In der dritten Saison habe ich Munir geholt, wer hat in der zweiten gespielt? Ich weiß gar nicht, wer da in der zweiten gespielt hat. Ich glaube, in der zweiten habe ich Baluli da gespielt und hier Groß, Mason und Cohen. Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, Baluli ist mittlerweile zentraler mit Feldspieler und da steht mittlerweile Munir, ist schnell, ist trickreich, hat an sich ganz guten Abschluss, was heißt einen guten Abschluss, für seine Werte überragenden Abschluss, gutes Dribbling, keine Ausdauer, die hat Cuadrado dafür und Cuadrado auch die 5-Star-Skills, während Munir nur die 4-Star-Skills hat, aber das ist nicht so wild, auf jeden Fall beide sehr gute Spieler, Cuadrado vielleicht sogar der Beste in diesem Team, was überraschend ist, wenn man den linken Stürmer sieht, aber dazu gleich mehr, ich denke mal, ihr könnt euch schon denken, wer es ist, aber auf jeden Fall, ja, ungefähr das gleiche wie bei Luli, er kann rennen, er kann flanken, er kann schießen, passt alles, wunderbar. Stürmer ist Mario Gomez, ist Second Man of the Match, ich wollte, wie gesagt, einen großen Stürmer haben und ich habe mir so ein bisschen die Heading-Ratings angeguckt. Ich wollte erst Rondon nehmen, aber das ist mir dann ein bisschen aufgestoßen, weil du hast keine Venezuelaner, mit denen du die verlinken kannst. Dann wollte ich Mandzukic nehmen, aber du hast auch keine Kroaten, mit denen du die verlinken kannst. Und allgemein hat das alles nicht so gepasst, deswegen habe ich mich im Endeffekt für Gomez entschieden. Allerdings ist Gomez nicht so kopfballstark, wie ich es gerne hätte. Er ist 1,90 groß, hat auch, ich glaube, 2 Tore gemacht, aber die auch beide erst im letzten Spiel und war jetzt nicht so krass. 77 Tempo, 88 Shooting, 83 Physics, ist alles in Ordnung. Er kann Kopfballduelle gewinnen, aber er war nicht auffällig. Und er hat wegen seinen Workrates auch oft sehr, sehr schlecht gestanden. Von daher geht auf jeden Fall besser. Aber im letzten Spiel hat er 2 Tore gemacht. Von daher kann ich mich da absolut nicht beschweren. Und allgemein brauchst du in diesem Team auch quasi gar keinen Stürmer, denn die beiden Außen machen das alles wunderbar für dich. Der linke Flügelspieler ist das Highlight. Wieder einmal Cristiano Ronaldo. Ich denke, mittlerweile habt ihr gecheckt, dass das mein Lieblingsspieler dieses Jahr ist. Er wird fast überall eingebaut mittlerweile von mir, weil ich in dem Verein habe. Und ich habe mich auch diesmal wieder sehr gefreut, dass ich es geschafft habe, ihn einzubauen und dass er so gut funktioniert hat in diesem Team. Er hat mittlerweile 103 Spiele, 136 Tore. Hat gerade im letzten Spiel einen Elfmeter wieder reingemacht, hat, glaube ich, allgemein in jedem Spiel getroffen. Hochgeringe Arbeit rein. Ich glaube, zu Ronaldo muss man nichts mehr sagen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich habe es eiskalt vergessen. Aber egal. Ronaldo auf jeden Fall ein bombastischer Spieler. Genau. Matthew Lecky ist der Spieler, der im Karrieremodus steht. Hier übrigens Obi Ulare bzw. Raúl Bobadilla bzw. Thomas Pekkard in den ersten beiden Saisons. Thomas Pekkard übrigens der kopfballstärkste Spieler, den ich jemals gespielt habe. Aber egal. Ronaldo, wie gesagt, Matthew Lecky, sehr, sehr schnell, extrem guter Schuss. Lecky bisher immer Topscorer gewesen, sogar in der ersten Bundesliga. Hat ein gutes Passspiel an sich noch, sehr gutes Dribbling und die Physik sind natürlich auch bombastisch. Er hat die 5-Star-Skills, Lecky hat nur 3, aber ansonsten gleichen die sich ziemlich. Die sind auch beide sehr kopfballstark, muss man dazu sagen. Also beide gute Sprungkraft und von daher sehr, sehr ähnliche Spielertypen. So, die drei Trios sind dann dementsprechend hier dieses offensive Trio. Diesem gebe ich eine 7 von 10, was einfach daran liegt, dass Gomez mir nicht so gefallen hat. Das zentrale Mittelfeld ist ein sehr, sehr starkes Trio. Dem gebe ich 8,5 von 10, weil es wirklich kaum Schwachpunkte hat, beziehungsweise eigentlich gar keinen Schwachpunkt hat, weil es sehr solide Spieler sind. Und dem Innenverteidiger und Torwart-Trio, die beiden Außenverteidiger zähle ich nicht mit, weil die nicht so wichtig sind, meiner Meinung nach. Den gebe ich, ich würde fast auch sagen, eine 8,5 von 10, weil die mich definitiv überzeugt haben. Alle drei haben ihren Job perfekt gemacht, genauso wie ich es haben wollte, haben genau das erfüllt, was ich haben wollte. Und von daher die Erwartungen wurden von diesem Team übertroffen und ich hoffe, dass es euch gefällt. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ach ja, der Preis von diesem Team. Wenn ich jetzt wüsste, was Ronaldo kostet, ich kann mal kurz nachgucken. Ach du Scheiße, ist der billig mittlerweile. Ist das traurig. Egal, 1 Million für Ronaldo. Dann sagen wir nochmal hier, was hat der gekostet? 50, 80.000. Ja, komm, sagen wir mal 1 Million
200.000 Coins. Man kann hier Hesse hinstellen, dann sind wir nur bei 220.000 Coins oder sowas um den Dreh. Also läuft auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.